Was los, Digga? Was geht bei dir? Hallo. Junge. Hört man mich? Ja, gerade so. Okay. Ja, ich kann ja noch Mikrofonpegel lauter machen. Ich habe jetzt Headset gewechselt. Nicht das gleiche wie letztes Mal. Okay. Deswegen. Zimmer. Jetzt aber, oder? Ja, das ist gut, Digga. Läuft bei dir. Okay. Was machen wir heute? Genau das machen wir. keine Ahnung, warte mal, ich guck mal schnell, bei mir sind noch ein paar mehr Leute am Start. Ja, okay, davon kenne ich jetzt keinen so gut. Ja, soll man Arena machen? Macht es einen großen Unterschied? Arena ist halt Liga, da sind halt die ganzen, wo bisschen ernster spielen wollen. Und es gibt's nur als Team, das heißt, es wäre 4 gegen 2. Ah, stimmt, ja, hast du recht. Man kann nur Solo oder Team. Was ist hochexplosiv, der Fuck? Ja. Nee, Scharfschützengefecht. Das sind nur Scharfschützengewehre. Ah, mit Scharfschützengewehre waren wir eh nicht so gut, Alter. Machen wir normal, Digga, let's go. Nee, und hochexplosiv sind halt nur Granatenwerfer und das so, Bazooka halt. Ach so. Die dicken Spielzeuge, Alter. Genau. So läuft. Hey, Mann, geht doch noch gar nicht los. Was schreist du schon, Alter? Die gehen jetzt zum Kinderturnen. Gott sei Dank. Das heißt, ich habe zwei Brüder. Sind das Freudenschreie oder hassen die Kinderturnen? Beides. Beides. Sobald die dort sind, haben sie Spaß, aber hin wollen sie nicht. Achso, ja. Kinder halt, ne? Erst wollen sie nicht hin und dann wollen sie nicht mehr nach Hause, Alter. Genau. Immer so. Und sonst, was geht bei dir, Digga, Alter? Oh, jetzt Urlaub die restliche Woche, gell? Ja, normal, Standard. Hat der Kredit gegeben, Alter? Klar. was denn sonst? Hätte er Nein sagen sollen. Ich wollte vor ein paar Jahren, wollte ich auch mal Urlaub haben. Und dann musste ich extra unbezahlten Urlaub nehmen, sogar 2-3 Tage, weil die vom Personalbüro gesagt hat, ja, vielleicht sind sie ja nächste Woche tot und dann kriegen wir unsere Urlaubstage nicht mehr. Ja, ich habe ja... Ich habe jetzt, glaube ich, auch unbezahlt. Ich habe ja letzte Woche Überstunden gemacht, deswegen. Ach so, okay. 3 Tage. Oder 2. Dann raus jetzt. Ich habe endlich mal einen richtigen Skin am Start, Alter. Ah, ja, schon gesagt, hast du Battle Pass geholt. Ja, musste sein, Digga. Alter, konnte ja keiner mehr tragen, diesen scheiß Random Skin, Alter. Also bin ich jetzt fast Level 30 und auf Level 30. Auf Level 30 kriegst du halt diesen geilen Tanz da, ne? Mhm. Na, lohnt sich's halt schon. Hattest du immer noch den einblenden Skin, oder wie? Wie bitte? Hattest du immer nur den einen random Skin, oder wie? Ja, nur diesen ganz normalen Standard-Skin, wo du jede Runde anders aussiehst. Das ist voll nervig, ey. Ja, da sind 3 Stück insgesamt. So ein Mexikaner, eine Frau und so ein Deutscher. Okay. Nee, ich hatte glaube ich nur den einen. Ja, am Anfang waren es halt immer 3. Das war so, wie gesagt, so ein Mexikaner, dann so ein Deutscher mit blonden Haaren und so eine Frau halt. Ein Deutscher, ja, also. Was ist hier für eine Scheißhütte? Hier gibt's ja gar nichts, ey. Doch, Kiste gegönnt, Alter. Ja, ich habe gestern auch noch ein bisschen weiter gespielt, ging ganz gut ab. Knarre auch. Ich hab voll eine Testrunde gemacht, da habe ich gewonnen noch am Ende. Epic oder was? Genau. Nice. Hoffen wir mal, dass man das jetzt wiederholen kann. Klar, Mann. Ich laufe dir einfach hinterher. Ab und zu brauchst du.
Ab und zu brauche ich halt manchmal Glück, wenn ich schon links sehe, was für Battle Pass Stufen da sind. Der eine 99, 52, der andere hat Level 108 erreicht. Da sehe ich jetzt schon wieder, dass da nichts geht. Es schwierig wird, sage ich mal so. Egal, Hauptsache Bock. So. Was geht hier noch? Ist denn nichts los bei der Spaß. Ah ja. Wenn wir schon keinen haben, gell? Pumpgun Muni. Oh, da liegt was Blaues, Motherfucker. Oh, blaues Sniper ist da. Oh. Da links steht Battle Pass 120, 111. Das sind die Suchtis. Aber wir sind schon mal im Sturm drinnen, das ist schon mal gut. Ja, wir können hier gechillt looten, habe ich auch schon gesehen. Knarre haben wir schon. Und hier ist sogar ein Wiederbelebungsspot. Ja. Falls wir mal brauchen. Doch, war nicht. Ich auch nicht. Sagt immer übelst. Pumpgun Muni. Der hupt ja auch immer extra laut dann noch, der Hut. Naja, extra, Digga. Muss ja. Aber richtig geil Beat heute wieder am Start, Alter. Geht ab. Und bei Fortnite brauchst Mucke, Alter. Das ist so still, das scheiß Game, Alter. Da werde ich bekloppt. Ja. Wenn du mal eine Weile auf einem Fleck bist, dann hörst du halt echt gar nichts, Alter. Da werde ich bescheuert, ey. Die könnten ja mal so Vogelgeräusche hinzufügen oder so. Ja, du hast ja das Mucke. Im Menü hat's ja Mucke. Aber im Spiel halt nicht. Hast du geschossen? Nein. Dann das bist du, Alter. Irgendwo weit weg. Schon wieder erste Medaille, Digga. Der erste Medaille am Start, Digga. Da oben auf dem Berg schießen die. Aha. Lass die schießen, Digga. 100 Schaden gezogen. Die sind im Busch drinne. Boah, ich hab echt getroffen, Alter, the fuck? Ich geh pushen. Der kommt vom Berg oben runter. Einen erledigt. Ist der oben auf dem Berg noch? Ich glaub, ja. Aber ich seh ihn nicht. Ja, ja, der ist schon wieder gestrickt. Ja, gell? Ich glaube, ich habe ihn zu Boden geschickt. Stand auch bei mir dran. Ich wusste nur nicht, ob das deiner oder meiner war. Nice, Bro. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht, Digga. Ich bin Profi-Sniper geworden. Ich habe da einfach reingeschossen, Digga. Du hast gesagt, die sind im Busch. Also habe ich halt einfach in den Busch geschossen, Digga. Was soll ich machen? Ja. Ich habe den gar nicht gesehen. Das war echt Luckshot. Aber muss man schauen, nicht, dass dein Partner irgendwo herkommt und Rache will.
So, sollen wir mal weiterlaufen, ne? Bist du noch da? Also, du bist noch da oben. Oh, hier unten ist einer. Warte, ich komm zurück. Boah, wie er halt sofort reagiert, weißt du? Wie er sich sofort umdreht, nachdem ich geschossen hab schon. Da! Headshot! Bitch! Geil! Und tschüss! Übel gut! Ja, ich hab schon ein bisschen lang gespielt, hä? Ich glaube ein, zwei Stunden vielleicht. Hab nicht so auf die Uhr geachtet. Wenn du weißt ja, Alter, es geht bei dir bestimmt aus, wenn du Nachtschicht hast, Alter, bist du tagsüber immer voll am Hängen, ey. Dann guckst einfach nur in die, auf die Uhr und denkst, okay, noch muss noch nicht los, alles klar. Aber wie viel Uhr es eigentlich ist, ist scheißegal, ne? Ich hab teilweise, wenn ich arbeite, wenn ich Nachtschicht habe, will ich vorher gar nicht mehr spielen. Weil ich genau weiß, dass ich zu lang spiele, dass ich immer kurz vor knapp losgehe. Ja gut, ich penne abends immer noch bis, der weiß. Ja, ich schlafe ja nur bis 14 Uhr und dann bleibe ich ja wach. Ach so. Und dann bin ich halt immer um so 9:50 Uhr. Dann bin ich so um 9:50 Uhr an der Stempeluhr und dann kommt Hüsin immer und sagt, ja, warum so spät? 9:50 Uhr ist doch okay, Alter. Naja. Ah, ja. Kannst du noch Ruhe Kaffee trinken und dann starten, Digga. Du hast mehr Kills als ich, Alter. Natürlich, was ist los bei dir? Jetzt holst du uns den Sieg. Ich glaub einfach dir hinterher. Na gut. Was geht hier drin? Ne, ich gehe mal so 6, 7 rum, spätestens halb 8 gehe ich noch ein bisschen pennen. Das ist besser, Alter. Dann bin ich fitter. Wie geht es bei dir? Weil wenn ich so Mittagsschlaf mache zum Beispiel, geht es mir danach immer schlechter als vorher. Nur so Kopfschmerzen oder so. Kommt halt drauf an, wenn ich mal wirklich lange schlafe, halt auch so bis 2, halb 3 oder so, dann penne ich abends auch nicht mehr. Oder vielleicht auf dem Sofa eine Viertelstunde oder so. Aber meistens bin ich ja so halb um 12 bin ich ja schon wach und kann nicht mehr pennen. Dann bin ich abends wieder voll am Arsch. Oh, hier Kiste am Start, Digga. Hast schon Sniper? Ja. Da unten liegt eine grüne. Ich hab's in blau. Hier oben wäre noch ein Ding. Großer Schild dran. Nice, dann hab ich voll, Bro. Ist da jemand? Oder warst du das, wo geschossen hat? Du hast doch gerade geschossen, oder? Nein. Ach doch, ich hab glaube ich noch Dings gekillt. Nee, ich hab nicht geschossen. Ich hatte Medipack in der Hand. Ich hab auch nicht geschossen. Muss man aufpassen. Ich hab Dach kaputt geschlagen. Ja, du hast da oben geschlagen und dann auf einmal hat jemand mit der Farmers geschossen. Okay. Komisch. Oder ich war es aus Versehen, kann auch sein, aber ich glaube nicht. Oder vielleicht weil ich Schildtrank noch gedrückt hat, gehalten habe. Ah, siehst du, ist jetzt immer im Sturm drinne. Ja. Wo ist da jemand? Ja. Oh, die snipen hier rum. Ein
snipen wir zurück, Digga. Was ist los? Da, ich sehe sie hier hinter der Brücke. Der geht da oben den Berg hoch. Jo, ich sehe ihn. Weil er hat sich eingebaut. Der ist hier direkt am Brückenpfeiler unten und hat sich da eine Hütte gebaut. Hab ihn niedergestreckt. Nice. Der Partner steht da hinten. Oh, hier, lila da Sniper. Ein Kranker mit Raketenwerfer. Hier, lila Sniper aufpassen. Gegönnt. Wir müssen abhauen, wir müssen abhauen. Da ist schon ein ganz verrückter mit Raketenwerfer. Die kommt halt einfach um die Ecke, läuft einfach an mir vorbei, Alter. Wie hohl ist die denn? Oh. Das gibt's doch gar nicht. Siehst du? Siehst du unter der Karte? Da steht einmal die Einzelkills und die Gruppenkills dran. Oh damn. Oh fuck. Scheiße, Mann. Damn. Scheiße, Alter. Ich bin scheiße. Ich wollte scheiß bauen, Alter. Siehst du, immer wenn ich bauen will, dann sterbe ich, Alter. So ein Dreck. Besser ja, weiter ballern. Besser ballern, ey. Einfach ballern, Digga. Was soll das Shit? Ah. Schade, war ein guter Anfang. Ja, Mann. Ich hab voll viele Kills gemacht. Ey, Alter, ich hab 3 Missionen auf einmal abgeschlossen, Alter. The fuck? Ich hatte aus Versehen die Sniper genommen, sonst hätte ich den im Wasser auch noch gekillt. Aber ich glaube, den hast du noch gekillt, oder? Ich glaube, ja. Und dann bin ich down gegangen. Ich bin gleich wieder da, warte. Come on! So. Weiter geht's. Das ist auch coolen Skin am Start. Ja, das war von der. Uff, lass mich nicht lügen. Season 7 oder so beim Battle Pass. Okay. So, was machen wir jetzt? Lass mal zur Strand gehen. Zur Strand? Ich war noch nie in meinem Leben auf dem Strand.
Ja, aber da sind immer viele. Weil da, ich finde, wenn du da am Strand bist, da auf diesen Stegen, dann hast du halt echt tausend Möglichkeiten, im Rücken abgeknallt zu werden, weil da sind halt tausend Häuser und da ist halt alles komplett offen. Und von den Inseln gegenüber können halt auch Leute dich abknallen. Weil du bist da halt echt auf dem Präsentierteller. Ja, dann knallen wir die halt vorher. Weil siehst du, da sind so viele Inseln ringsrum. Und von dort aus, von den Inseln aus, habe ich nämlich auch schon öfters welche mit der Sniper weggemacht. Am Strand. Scharfschuss überhaupt schon ziemlich weit weg. Ja, ich flieg schon die ganze Zeit in die Richtung, aber ich habe noch keinen Gleiter draußen. Okay. Jetzt. Da kommt einer mit dem Drache. Kann man eigentlich Leute in der Luft abknallen? Ja. Das ist ja mies. Also wenn du sie triffst. Oh scheiße, ich bin auf dem Baum gelandet. Aber Gott sei Dank bin ich ohne Schaden runtergekommen. Manchmal, wenn du mit dem Bus ganz nach hinten fliegst, dann wirst du irgendwann mal automatisch rausgeschmissen. Ja, ich weiß. Und manchmal fliegen da welche runter, die wo gerade auf der Toilette sind oder so, keine Ahnung. Dann landen die und dann kannst du die gleich töten, weil die sich bewegen. Aber das letzte Mal mit meiner Freundin ist mir das auch passiert, weil die war AFK, glaube ich. Und dann habe ich halt gewartet und gewartet halt, was soll ich machen, ne? Ist ja blöd, wenn ich alleine rausspringe. Manche fliegen mit Absicht da mit nach hinten und warten und schauen, hoffen. Also du bist das Lull. Ah, nice. Kleiner Schildtrank auch da. Erstmal hier aufpowern. Brauchst kleiner Schildtrank, Digga? Hast du welche? Einen habe ich übrig. Ja. Warte, ich schmeiß dir hin. Ja, hier fallen lassen, alles klar. Bau mir ab. Oh, nice. Blaue Pump. Battle Bus 32 schon, ja lull. Aber ich glaube, hier ist jemand bei uns im Haus. Hast du gesehen, dass es zwei verschiedene Arten von Drohnen gibt? Was gibt's? Zwei verschiedene Drohnen, also Goldruhe. Nee. Einmal die normale, die goldene da, und die eine ist so bläulich. Okay, die habe ich glaube ich noch nicht gesehen, oder wenn, dann war es mir nicht bewusst. Und bei so einer blauen ist immer mindestens eine lila Waffe drin. Ah, okay. Lila bis Gold ungefähr. Das sind auch die, wo gedroppt werden, oder? Hier bei mir sind welche. Ja, ich höre auch jemanden, aber ich sehe keinen. Ich gehe mal hier weiter hoch im Haus. Kann ich vielleicht von oben runterballern? Bist du ein Bananenskin? Tust du gerade ballern, oder? Ja. Hab den einen niedergestreckt. Ich habe jetzt nicht mal einen gesehen, Digga. Bananen?
Ja, hier bei mir, den Bananenskin, den kriege ich nicht, der rennt zu schnell weg. Ach so, das habe ich gemeint. Ah, das hast du gemeint. Ja, der eine hat so einen Bananenskin. Wo ist der? Kann nicht sein, dass er so schnell so weit weg ist. Machst du jetzt Jagd auf Bananen oder was, Digga? Ja, den will ich unbedingt haben. Ich hab dir schon 60 Schaden gezogen. Nice. Aber ich hatte Rest davon haben. Da ist der. Abi. Aber der hat auf jemand anderen geschossen. Der muss hier auch irgendwo sein müsste. Oh. Wir müssten eh los, der Sturm kommt. Ja. Aber ich hab bis jetzt nicht mal einen anderen Gegner gesehen überhaupt, Alter. Mit meiner Munition wird's langsam knapp. Also ich hab alle möglichen Waffen, Alter. Wenn ich dir eine Waffe drop, kriegst du dann auch die Munition? Nur die, wo drinne ist. Ja, die okay. Die Munition müsstest du extra droppen. Aber was du brauchst ja noch selber welche. Ja, ich hab 5 Waffen nur Doch. Dabei. Ja, die mittlere Patronen. Wie viel hast du vom Sturmgewehr? Wie viel Munition hast du? 57. Ja, behalte. Wir sammeln noch. Okay. Brauchst selber noch welche. Sonst hast du am Ende nichts zum Ballern. Oh, Digga, Sturm, Alter. Wir müssen mehr nach rechts. Der ist jetzt gleich da. Da, 2 Gegner vor mir. Ich komme in Sturm. Oh, Junge! Oh, damn. Muss laufen, Digga. Ich bin noch 40 HP. Oh, 2 Partner noch von hinten. Oh. Ja, ich glaube, ich gehe auch down. Ja, ich könnte es gerade nicht so schaffen. Genau vor dir im Wasser sind noch. Ja, vor dir im Wasser sind noch welche. Egal, Alter. Ich muss aus dem Sturm raus. Was soll ich machen, Alter? Ich gehe down. Schaffst du noch. Da liegen auch Verbände im Wasser. Du kannst das Lagerfeuer noch anmachen, das halte ich auch. Ja, ich weiß, aber ich will hier rein in Schutz gehen. Scheiße, jetzt habe ich auch noch meine blaue Waffe gedroppt, Alter. Fuck. Um die Verbände aufzuheben. Miese Krise. Aber egal, ich habe noch blaue Pumpgun. Vielleicht finde ich ja hier in der Hütte was. Hier war, glaube ich, noch keiner drin. Arg viel Zeit sollst du dir auch nicht lassen, gell? Ja, ich weiß, ich guck nur, ob irgendwas ist, aber da haben sie schon gebaut, die Freaks. Unter der Treppe wäre noch eine blaue Farmers, also wo du gerade läufst. Hier unter der Treppe, oder was? Nein, nein, die wo gebaut worden ist. Ach so. Genau da. Ah, nice. Sehr gut, da habe ich meine Waffe wieder. Die habe ich nämlich auch vorher gehabt. So, jetzt weiter, Jack hier. Raus hier. Wie geht's da raus, Alter? Spring doch. Alter. Da mal rauskommst, ey. Oha. Okay.
Nein, hier, Medipack, Digga. Nimm doch das scheiß Medipack, du Arsch. Und jetzt lauf. Guck mal, die ganze Zeit steht bei mir Medipack dran und er hebt alles mögliche andere auf, Alter. Mal einen Schluck Kaffee nehmen. Muss links den Berg hoch. Ja. Da ist der Wasserfall. Du, wenn du spätestens bei 22 HP musst du das Medipack nehmen. Okay, aber ich glaube, ich schaff's. Die Zeiten. Ich glaube, ich schaff's. Der Ritz und dir laufen zwei hoch. Da vorne sammelt einer ein. Ja, ich sehe ihn. Das sind zwei sogar, die beschießen sich gegenseitig. Da kann ich schön einen abreapen, Alter. Na komm doch hoch, du Arsch. Ah, oh, damn. Ah, scheiße. Das ist eine epische Sniper, der gehabte Vogel. Ja. Aber auch gute Runde, Alter. Wieder Platz 8, haben wir eben schon gemacht. Heute 8er Tag. Wie Genetik, Alter. Der hat sein eigenes Label gegründet, gell? Hast du mitbekommen? Genetik. Nee, hab ich nicht mitbekommen. Die sind doch immer noch bei Selfmade, oder nicht? Nein, der hat ein eigenes Label. Jetzt. Irgendwie Straight Outer World Rap Musik, irgendwie so. Oder Outer This World Rap ja, Musik. Ja, Outer This World, so heißt das neue Album, ja, wo sie jetzt angekündigt haben. Ja, so heißt auch ihr Label. Okay, wo habe ich gar nicht mitbekommen, krass. Aber hört sich auf jeden Fall besser an. Nicht mehr im Rap-Game bist. Ich hab dich schon gehört, Digga, das neue Album. Also zumindest das, was bisher hörbar war. Aber ich hab nicht mitbekommen, dass sie ein eigenes Label jetzt haben. Morgen oder heute Nacht bringt Kollege eine neue Single raus, gell? Ja, Sio auch. Der hat doch letzte Woche rausgebracht, ne? Ja, der bringt heute Abend Huli raus um 23:59. Nochmal? Ja. Hat er heute auf Insta angekündigt. Aber der hat doch schon letzte Woche Ding, Ibis Hotel. Ja, bei ihm läuft, Alter. Der hat doch gestern so ein Mini-Video rausgehauen, Alter, mit einem exklusiven Song. Der hat doch, hast du deine Ankündigung gehört, der macht Album ohne Feature. Ja, aber einen hat er schon gefeatured, bei Ibis Hotel ist schon ein Feature drauf, aber kein Rapper halt. Werbel. Steht dran, wenn du das offizielle Musikvideo schaust, steht's dran, der wo den Refrain singt. Ich finde seine Videos immer so geil, wenn die so nachgesprochen sind. Ja, Mann. Richtig miese Zeiten. Ja, bei 0,9 oder so. Ja, man, 0,9 ist eh sein bestes Video. Hat er auch gesagt, dass sie da richtig sich den Arsch aufgerissen haben für das Video. Ja, die Bewegungen und die Sprache passt nicht zu dem, was der sagt. Ja, das so ist geil. Extra so, Mann. Ist mir ja, schon klar. Ja, ich weiß, ich find's auch lustig. Oder bei Hash. Ich habe bei Banger Musik unterschrieben. Die geben Submarina. Oh fuck, was ist hier los in der Hütte? Alter, was für eine Kacke. Kann ich mir auch ein paar Klicks machen.
Genau, ja, kannst du mir auch Klicks kaufen, Digga, was geht? Was sagt er genau? 0,04 Cent pro Klick. Ich weiß ganz genau, wie viel auf deinem Konto drauf ist. Oh, blaues Sturmgewehr ist da. Nice. Hier liegen drei Snipers, Porscheine. Ja. Wenn es keine. Welche Farbe? Grün. Nein, grün geht noch. Aber ich finde mit der grauen, das kannst du voll vergessen. Da muss ja dreimal treffen für einen Kill. Grün ist, halt, grün ist halt das Problem, bei einem direkten Treffer macht die nur 100 Schaden. Bei Headshot killt die halt direkt, aber. Die hatten in der letzten Season hatten die schwere Sniper drinne. Die hat bei jedem Kontakt halt gleich getötet. Die hat 234 Schaden oder so gemacht. Das war viel geiler, weil manchmal trifft er, er glitt, trifft er auf 100 Metern oder so. Ja. Und wenn er dann überlebt, ist halt. Dann ist mies, ja. Aber so bei der schweren Sniper, egal wie viel Meter, direkt. Ja. Man hat auf jeden Fall definitiv zu wenig Slots, Alter. Ja, die 5 Stück sind. Ich finde die Heildinger gerade. Gerade die Schildtränke und Medikit hätten die extra Slot machen können. Ja, das finde ich auch mies. Wie mit der Falle zum Beispiel. Genau. Also schon, dass du nur 3 Stück mitnehmen kannst, aber halt extra nochmal. Ja, vor allem, dass du halt auch einen schnell eine Schnellauswahl hast dafür, für vor allem für Heilung halt. Und nicht da erst im Menü rumspielen musst, um dich zu heilen. Sieh ich jetzt zum Beispiel, hatte ich gerade eine blaue Kiste, da war 3 Schildtränke, also ein normales Schildtränke, ein großer und ein lila Sturmgewehr. Also Bruder, wir müssen los, oder? Ab ins Kraftwerk. Ja, chill, wir können fliegen. Okay. Hast du irgendwo kleine Schildtränke gesehen? Ich habe einen noch dabei. Okay, dann schmeiß mal rüber. Ja, schmeiß rüber, dann kann ich mir wenigstens 75 Schild machen. Wenn wir unten im Wald bei Weeping Woods kannst. Ja, siehst du, schießt du mal. Wo schießt du hin? Ja, ich halt gedrückt, das Ding. Ach so, man muss gar nicht gedrückt halten, um Schildtrank zu trinken, okay. Nein, reicht, wenn du einmal drauf drückst und dann. Okay, alles klar. Ja, bei manchen Spielen muss ja gedrückt halten. Geh mal zur Farm. Null, was macht der für ein Scheiß? Jetzt. Juhu, ein Lama. Immer wenn wir Kraft weggehen, ist da ein Lama, Digga. So, letztes Mal auch schon so. Hier sind einer, zwei. Richtig miese Zeiten. Ich trinke nur noch Freeway Cola. Der ist so krass, der Typ, Alter. Aber der zieht durch, Alter. Er macht's richtig. Ja. Der zieht durch und fertig. Nicht so wie die anderen, die oder. Schau mal, Fari zum Beispiel, JBG3 hat der Autotune Rapper gedisst. Und jetzt die letzten Songs, wo er gemacht hat, alle Autotune. Da vorne springt einer rum. Hab ihn niedergestreckt. Spring doch, Digga.
Na, komm raus, du Bitch. Nee, Junge, der hat mir mein Leben kurz gegeben, nur. Wo ist der hin? Boah, Alter. Ich schieße ihn irgendwo. Ja, der schießt. Aber ich habe gesehen, habe ich ihn nicht, aber ich hab, er hat auf mich geschossen. Ich habe Granate ins Feld geschmissen. Na, ich gehe mal hier nach oben. Vielleicht kann ich ihn von oben aus sehen. Achtung, Sturm kommt. Jo. Na komm, beweg dich doch, Digga. Der ist hier bei dir drinnen. Nice! Hab ihn. Ja, ich hab ihn auch schon ein paar Mal getroffen gehabt. Versteckt er sich, du, ey. Hat ne Pussy, Alter. Ich hätte Medikit und kleine Schildecke, wenn du brauchst. Jo. Medikit hab ich selber. Hier sind die kleinen. Okay, ich hab dir die kleinen gekauft. Gut, gut. Ich loote hier schon mal alles. Nice. No. Ich finde manchmal, manche Runden gehen so schnell vorbei von den Gegnern her. Manchmal schon ziemlich lange voll viele Gegner. Ja, kommt halt immer drauf an, wo du halt mit wie vielen Gegnern du halt startest. Natürlich viele ganz auf der anderen Seite der Map starten, dann ist klar, dass erst zu später. Also hier bei mir im Haus sind welche. Okay. Ich denke mal, die sind hier oben. Sind die bei dir unten? Jo. Geht ab, lila Pistole, Alter. What the heck? Ich hatte gerade keinen Plan, wo was war. Ich auch nicht. Ich habe auch nur geballert. Einen habe ich erwischt noch. Boah, lila Pistole ist echt gut, Alter. Ja, wenn man mit der spielen kann. Ich spiele ungern mit Pistole. Manchmal ist eine Aufgabe, dass man mit Pistole jemanden eliminieren muss, aber sonst. Früher hatten sie schallgedämpfte Pistole, die war gut. Ja, ich glaube, meine ist schallgedämpft, guck mal. Die sieht so aus, oder? Ja. Oh. Ich hab lila Sniper am Start, Digga. Schauen wir mal. Marit, fahr doch rein, bis der nächste Sturm ist, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Ja, ich guck. Boah, da unten sind viele.
105 Schaden gezogen. Oh, knapp daneben. Der hat mich getroffen. Pass auf, der eine Snipe. Von hinten. Oh, damn! Hinten. Ja, da vorne waren halt auch zwei. Ja, das war der. Ja, das war der, wo mich geholt hat. Oh, nice, 34, Digga. 12. diesmal. Ja, so ein 5. War jetzt auch gerade wieder. Ich hab den einen getroffen mit blauem Sniper. Aha. 105 Schaden, das ist. Nur weil es kein Headshot war. Das ist echt. Mit der schweren Sniper wäre direkt instant kill. Das finde ich ein bisschen schade noch, aber ansonsten. Ja, so ein 5 tue ich Pizza bestellen, Digga. Oh, voll Bock. Hey, Schinken, Salami bitte. Schinken, Salami. Okay, mach ich heute mal. Schinken, Salami, Pilze. Beste Leben. Spezial. Brauchst du meine Adresse oder weißt du, wo ich wohne? Wo du hinschicken kannst. Kannst ja vorbeikommen, Digga. Wo wohnst du überhaupt? Kurz vor Heilbronn. Oha. Markier mal. Ja, ich überlege immer. Immer hier mal hin. Ach da, jetzt habe ich es gesehen. Springe ich immer zu früh ab? Ja, ich bin zu früh gesprungen, ja. Ich bin erst, als ich schon gedrückt habe, habe ich erst gesehen, dass es noch über 1000 Meter waren. Hey, Alenko! Oh! Ihr wart ja auch dabei, hä? Was meinst du? Ich war heute bei Aldi. Ich war heute bei Aldi, gell? Die haben die PS4 gehabt in Sachsenheim. Ja, aber der hat geguckt gestern Abend noch. Gibt's bessere Angebote, weil das ist ja nur die normale Playsee und der hat Angebote gesehen, für du kriegst du die Slim. Die Slim mit zwei Controllern und FIFA oder Call of Duty für 230 Euro. Das ist nicht die normale, das ist auch die Slim. Die aber hat nur einen Controller dabei, oder? War doch halt beim Aldi. Zwei Stück. Und aber kein Spiel? Spiel halt. Achso, kein Spiel, ja gut, aber dann kriegt er halt ein Spiel für 30 Euro halt noch ein Spiel dazu, das ist auch okay. Ja. Boah, damn, Digga, bis man hier mit dem Fallschirm da ist, ist doch total krank. Ja, wenn der sich eine holt, können wir sogar spielen, dann kann ich meinen Bruder fragen, der kann auch mitfahren. Ah ja, klar, Mann. Deswegen will er sich doch holen, der hat doch auch voll Bock. Mit uns Fortnite zu zocken, Alter. Dann kann er PUBG vom Handy löschen, du ey. Was? Morgen bei Hit hat er geschrieben. Keine Ahnung. Gibt's da auch ein Angebot? Hit. Ich meinte, oben drüber von Hit ist ein Expert drin. Ah, okay. Ja, ich fahr auch morgen zu Expert. Wir gucken wegen Studio Equipment. So ein paar Sachen brauchen wir. Machst eigene Studio auf, ne? Willst du noch ein Album releasen? Klar, Mann. Sind wir doch morgen Samstag wieder am Start. Noch am Samstag wieder am Start, Digga. Hättest du noch Apache gescheitert?
Apache, Alter. Junge, der geht gerade durch die Decke. Ja, ich find's trotzdem nicht so cool. Ist nicht mein Style. Als ob du bei Roller nicht mitkommst. Ja, Roller war okay, aber ich meine, das jetzt aktuell, gestern habe ich ein Lied auf Epic FM gehört von ihm, fand ich jetzt nicht so geil. Ich glaube, der hat nur so einen Hype, weil er im Radio gespielt wird. Naja, normal. Würde er nicht im Radio gespielt werden? Und seit er das Feature mit Ziggy hat, sowieso. So viel. Ich glaub, Arlen ist so einer, der einfach nur reinschreibt und dann nichts macht. Nimm mal mit deinem Mats, Digga. Ich brauch Waffen, Alter. Mit Mats kannst du keinen killen. Du brauchst Waffen. Der sammelt bestimmt bei PUBG Helme und so. Kämpft immer nur mit der Bratpfanne, Alter. Oh, ihr Botte, wie lange schaust du zu? Ganzes Spiel. Hier geht nix, da Muni. Wir müssen los. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Dammit, ab geht's. Ja. Ich hab blaue Sniper am Start, aber, Digga. Von Apache, die Tour war direkt nach 17 Minuten ausverkauft in jeder Stadt. Ja, ist krass. Aber Juju war jetzt auch krass, die Tour, Alter. Der hat ja verlängert, gell? Die geht jetzt nächstes Jahr nochmal auf Tour anfangen. Ich glaube Februar. Kann es sein, dass die erst vor kurzem bei Big FM war im Studio? Kann sein, aber gestern oder vorgestern war sie, glaube ich, bei 1 Live im Studio. Da hab ich nämlich auch gewotet. Nein, weil ich hab... Wann war das? Samstag oder Freitag? Ich glaube am Freitag, wo ich Nachtschicht hatte, da am Freitag war ich in Stuttgart. Ja, am Freitag war das, bin ich nach Stuttgart gefahren, weil ich da in so einem Japsenladen drin war, mir Dragon Ball T-Shirts kaufen. Japsenladen, ja, da ist, die Schrift ist auf Japanisch, ich weiß nicht, wie der Laden heißt. Ja, yeah, okay. Deswegen. Und da war die da, oder was? Oder ist das diskriminierend, darf man das nicht so sagen? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, sag's dann, wenn du Bann kriegst. Auf jeden Fall bin ich dann bei Big FM vorbeigefahren, also weil ich bin falsch gefahren und da war ich gerade 3-2 bei Big FM Studio. Und da dachte ich hätte sie drinnen gesehen. Das kann gut sein, Alter, weil die war ja jetzt auch, glaube ich, letzte Woche war sie doch in Stuttgart auch live. Man kann schon sein, dass sie da an dem Tag davor oder danach dann auch bei Big FM war. Also wie gesagt, ich dachte, ich hätte sie da gesehen in Stuttgart, weil ich bin nur kurz vorbeigefahren und ich bin reingegangen zum Wenden und da hat meine Frau gesagt, hey, guck mal, da ist Big FM. Hab reingeschaut, da war auch so, wie nie war die so. Ja, die geht zurzeit richtig steil. Ja, aber die hat halt auch einfach drauf, Alter. Die hat's auch echt einfach drauf, finde ich. Also gibt's sonst keine Frau, finde ich, in Deutschland, wo so gut abgeht. Hier ist noch, warte, ich habe noch kleine Schildtränke. Ja, nice. Ich habe nur zwei große. Und dann nehme ich einen großen. Hier im Sturm erstmal einen trinken, Digga. Lass einen kleinen Fall. Jo. Ein mit, ja, gut. Das wird schon schaffen. Weiter geht's. Mit. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich hätte die da gesehen. Aber ich war mir nicht ganz sicher.
weil so gut kenne ich die jetzt auch nicht. Ich habe nur ein paar Tracks mal gehört. Ja, ich finde mal, ihr markantestes Markenzeichen ist halt, dass sie halt echt übel lange schwarze Haare hat. Also, das ist echt übertrieben. Ja, die war auch schon so ein bisschen größer, lange schwarze Haare. Ich weiß ja nicht, wie groß die ist. Ja, aber so um die 1,70 wird die schon sein. Hier, herzlich willkommen zu unserem Rap, Tratsch und Klatsch. Personen, die man live getroffen hat. Ich habe aber schon voll viele Rapper live getroffen, ne? Ja, ich habe auch schon ganz schön viele. Ich war mit vielen auch schon auf der Bühne, Digga. Und auch schon mit Dings, mit Murloc Dilemma zusammen aufgetreten. Ja, du warst ja mit No Names, ich mein, so berühmter Rapper. Ja, Murloc Dilemma ist schon berühmt, Alter. Der war jetzt auch erst. Weißt du, wie oft ich Bowser getroffen habe und in Bietigheim gewohnt habe? Allein wo ich in Bietigheim gewohnt habe, habe ich schon mindestens einmal die Woche Bowser immer getroffen, unten im Japan-Garten. Und hat er dir Diamant gegeben, Alter? Ich hab mich nicht getraut, den anzusprechen, der war immer so hektisch. Ja, der hat gerade so gemacht. Der war immer so hektisch unterwegs, weißt du? Stingy hat ja auch schon getroffen mit seinem meisten Mercedes. Ja, der hat AMG, gell? Ja, richtig krass die Karre. Cabrio. Komm, gehen wir weiter, lass ihn. Der stand an der Ampel. Lass den im Sturm verrecken, den Vogel, Alter. Oder immer nur 10 Mauern hintereinander bauen. Wir müssen auch weit laufen. Ja, deswegen laufen wir nämlich jetzt. Lass laufen, Bro. 4 Sekunden noch. Lass den Typ da stehen, Alter. Der verreckt eh jetzt im Sturm. Ich habe Uferpalast Stuttgart, habe ich Casey Rebel getroffen. Bei Kollega war ich live auf Tour, Kollega Farid Bang. Nice, Digga. Junge, der Typ versucht mich noch mitzunehmen. Schießt er auf dich oder was? Komm, lass Medkit drinne sein. Nicht mal Medkit drinne. Ich hab noch 12 Verbände dabei, Digga. Lauf einfach. Oh, schieß mich halt hier runter. Mach doch die scheiß Truhe auf, Motherfucker. Ah, nur Müll drin. Fuck you. Auf geht's, Bro. Schwing die Hüfte. Schaffe ich nicht mehr. Ja, ich schaff's auch nicht zurückzulaufen, um deinen Wiederbelebungschip zu holen, Alter. Nee. Du musst für uns gewinnen. Gewinnen, Alter. Oh damn, ich muss Dinger auch reindrücken. Komm, hau rein, die Scheiße. Nerv mich doch nicht da hinten, ich bin doch schon. Der schießt da noch auf mich, ja, der heilt sich, der verwendet, der. Ja, ich hab auch. Der sieht schon, dass ich niedergestreckt bin, der versucht noch von hinten drauf zu schießen. Jetzt lauf. Boah, Alter, wo ist denn das scheiß Auge? Kannst du auf die Karte gucken? Ja, warte. Doch, kommt, ich sehe es auf der Minimap. Das packe ich noch. Du weißt aber schon, wie man die Karte öffnet, oder? Ja, natürlich, aber ich muss ja laufen und gucken, Alter, ob Gegner kommen. Ah ja, denn ich wegen der scheiß Karte verrecken, Alter. Wenn du L3 zweimal reindrückst, dann läuft er von alleine. Ja, aber dann sehe ich trotzdem nicht, ob ein Gegner vor mir steht. Komm, heil, 2 Schaden pro Sekunde. Komm,
komm, komm, heil voll, Alter. Nochmal. Ab geht's. Ich kann, stimmt, ich kann mir auch noch einen Schildtrank. Das stimmt, den Schildtrank wollte ich mir schon die ganze Zeit reindrücken, aber keine Zeit gehabt, Alter. Voll gestresst hier, Alter. Was soll denn der Shit? Und baut schon wieder einer, Alter. Da links in dem. Ja, chill. Da hinten baut einer, ich weiß. Aber ich laufe einfach weiter. Komm, ab geht's. Ich muss irgendwas zum Heilen finden, Alter. Da liegt Verband. Komm, come on, come on, come on. Nimm mit die Scheiße, nimm doch mit die Scheiße und lauf. Weg, du Bastard, Alter. Super. Ich finish ihn gleich. Nein, nein, lass den Partner noch wieder belebt. Lass den liegen, Alter. Achtung, da kommt jetzt jemand. Ich weiß. Weiter, du Bitch. Noch 9 Leute. Ja, ich renne erstmal. Mir egal. Sollen die sich gegenseitig killen, Alter. Ich bin gerade gut aufgestellt. Hab Schild und Leben fast voll. Lull. Alter. Ich hab den das gar nicht erkannt, wieso steht der einfach nur da, Alter? Ich hab gedacht, hä, das ist doch was, ist ein Stein oder so, Alter. Ah ja, und dann erst auf den zweiten Blick hab ich erkannt, dass das ein anderer Spieler ist, the fuck. Dann war es aber schon zu spät. Schade, schade, war aber gut. War eine gute Runde, auf jeden Fall. Alter, wie der spielt, ich glaub, ey. Ich hab jetzt schon extra neben Steine. Ja, Mann, ohne Scheiß. Das ist dem seine Taktik, Alter. Ich dachte echt auf den ersten Blick, das ist ein scheiß Stein, weil er halt einfach da stand und sich nicht bewegt hat, weißt? Wieso steht er einfach nur da rum, ey? Ding, Arlen könnte auch theoretisch Fortnite auf dem Handy runterladen, ne? Und dann könnten wir auch so zocken. Aber können wir aber, braucht aber ein Headset fürs Handy, oder? Zum Quatschen. Nee, das geht auch übers Mikrofon, aber. Aber ja, auf dem Handy lohnt sich nicht zu spielen. Auf dem Handy ist lame, Alter. Da hast du ja auch Zielhilfe und so. Also ich habe PUBG mal ein bisschen auf dem Handy gespielt. Ich fand, das war viel zu leicht, Alter. Da brauchst du ja echt nur da in die Richtung ja, drücken. Ich habe PUBG auch. Und dann trifft er eh immer, weil er Zielhilfe hat. Geh mal hier auf den Berg. Okay. Vor allem. Oder wir gehen Lazy Lake, machen mal ein bisschen Action. Da gehen alle jetzt am Anfang. Eine Runde können wir mal probieren. Ab geht's! Ob man da ein bisschen mitmischen kann oder nicht? Da Hanne! Ja, ich hatte ja PUBG auch auf dem Handy bisschen.
bockt halt ein bisschen, weil da fährst mit Auto, kannst Leute überfahren, aber ansonsten. Aber ich finde halt leicht. brutal, wie das Akku zieht, Alter. Da spielst echt eine Stunde oder so, ist Akku komplett leer bei mir. Ja, was ich am PUBG nicht mag, ist die Verbesserung. Da kannst du ja für Waffe Verbesserung finden, dann Schutzweste, Helm, aber dann ist es ja nicht wirklich richtig so ein Schutz oder so, keine Ahnung. Ist zu kompliziert für mich. Das ist Fortnite-Nappel. Fortnite nimmst einfach Schildtränke, ja, Schild, fertig. Tschüss. Waffe, okay, lila, okay, hast lila, nein. Da musst du Waffe, da musst du die Waffe noch verbessern oder was du da auch immer machen kannst. Alles so komisch. Ja, aber das ist halt, ich finde, das ist halt auch viel mehr taktisch halt. Da habe ich auch manchmal, da regst du dich viel mehr auf, wenn du in der Runde stirbst als hier. Weil dort spielst du in der Runde ja wirklich lange, weil ja so eine große Map da ist. Ja, sag ich ja, das ist viel mehr taktisch eigentlich auch. Und wenn du. Naja, und wenn du da eine halbe Stunde spielst und auf einmal stirbst, dann regst du dich ja mehr auf, wie wenn du hier 5 Minuten kurz lootest und dann stirbst und dann startest du neue Runde. Ja, aber Chicken Diner ist halt schon geil, ne? Ich finde das halt schon was Besonderes. Also gibt's bestimmt genug Leute, die das so gut wie nie gesehen haben, Alter. Bestimmt. Hier in der Hütte. Im Hotel. Also für Chicken Diner muss halt echt schon richtig gut sein. Da brauchst halt echt eine gute Gruppe, dass du es halt auch regelmäßig mit den gleichen Leuten spielen kannst und dann dir auch richtig so ein bisschen taktisch dich abstimmen kannst und so. Junge, war hier gerade Action. Jo, ich hab Sniper, Digga. Alter, hier gibt's hier nur Munitionskisten, Alter. Was ist das denn für ein Kackloch hier, Alter? Das ist gut, Alter. Ich brauche 7 Stück in einem Match. Ich hab 2 fehlen noch. Bei mir war gerade ein Team, gell? Nur so zur Info. Okay. Ich sammle hier immer noch Munitionskisten, Alter. Ich finde nichts anderes außer scheiß Munitionskisten. Da fuck. Du sammelst Munition für uns. Ja, hier. Brauchst du Sniper? Hast du schon Sniper? Ne, ich bräuchte eine. Ja, weil ich habe nämlich 2 aus Versehen. So, wo ist noch eine Munitionskiste? Hier, ich habe einen down. Nice. Lila Waffe hat der, Alter. Und lässt sich einfach von mir abknallen, der Dummkopf. Warte, ich droppe sie hier unten, die Sniper. Wo ist die Sniper? Hier. Der rennt hier mit fett lila Sturmgewehr durch die Gegend und lässt sich einfach von mir abknallen. Mhm. Gehen wir weiter. Mhm. Da drüben ist auch noch eine Kiste, Alter, die hole ich. Ja. Ich bräuchte nur noch eine Munitionskiste. Na, bau doch nicht da drinnen, Alter, hier draußen. Auf geht's. So. Geh mal weiter und dann. Ich mach mich schon langsam los. Alles klar. Ist so, also so viel Action war jetzt hier auch nicht, wie sonst immer war. Ja, aber. Normal ist ein bisschen mehr los. Ganz gut gelootet, Digga. Also ich fand Fortnite immer noch am besten, so Season 2, Season 3, so in der Richtung. Da fand ich es am besten.
Da geht er down. Der hat mich so gut wie gar nicht getroffen, Alter. Der hat mir 20 Schild oder so abgezogen, der Vogel. Ist er tot? Weißt du, wo bist denn du? Ja, wir wollten noch weitergehen, Digga. Ja, aber du läufst ja, weißt du, sich wo weiter. Ja, weil ich dachte, da ist vielleicht noch sein Teampartner. Irgendwo im Haus, weißt du? Deswegen bin ich einfach hier runtergerutscht. Weil ich wieder Sniper-Schüsse gehört habe, nicht, dass der mir irgendwie von hinten ins Kreuz schießt oder so, Alter. Da oben ist einer. Ich reg mich immer so auf, wenn es mir passiert, aber ich überleg mir immer so, ich mach's ja auch immer. Der ist ganz oben auf dem Berg. Und dann freue ich mich. Ich sehe den, so ein blauer Ding. Oh, Alter. Nice, gut gemacht. Hab ihn. Wie sein Loot da einfach den ganzen Berg runterrutscht, Alter, lul. Ich muss den komplett hinterher rennen, ey. Oh, hier ist Kistendrop. Vor uns wäre noch ein Loot Drop. Ja, nehmen wir, Alter, auf jeden. Vor mir läuft einer. Genau. Ja. Der hat sich umgedreht und mich direkt mit der Sniper getroffen. Aber scheiß Cheater bestimmt, Alter. Das geht doch gar nicht. Oder mein Internet hängt hinterher, aber. Auf jeden Fall, der ist gerade von mir weggelaufen, ich habe auf den geschossen und der hat eine Kugel getroffen. Ja, aber ich glaube, der Server laggt auch ein bisschen. Weil ich für bei mir laggt ziemlich auch ziemlich. Und ich habe eigentlich schon eine sehr gute Internetleitung. Sturmgewehr habe ich schon. Oh, großen nice, Schild dran. Sturmgewehr. Großen Schildtrank brauche ich. Oh, zwei Stück. Ja, nimm du. Wir sind sogar zwei. Da, hast noch einen. Ja. Ist Arlen schon wieder weg, oder was? Kann sein, warte mal, ich guck mal in den Chat. Ne, der ist noch da, Alter. Mister Ich ist auch wieder am Start. Gamer, was geht Pro bei Gamer. Dir, Digga? Kennst du den? Ja, der ist regelmäßig dabei, aber ich weiß nicht, ob ich ihn persönlich kenne. Der will's nicht sagen. Er will anonym bleiben. Keine Ahnung, wer das ist, Alter. Ich weiß auch nicht. Ich sag's dir nicht mal. Ich sag's dir nicht mal, wenn ich es treffe. Geh mal. Geh mal. Let's go. Ja. Jetzt schreibt er in den Chat, ey. Ich 04, wie heißt? Weißt du, wie der heißt oder weißt du nicht, wie der heißt? Nee, weiß ich nicht. Der hört mich, oder? Ja, logisch. Hey, Mr. Ich, wie heißt denn du eigentlich? Was geht hier? Alter, wie viele Skins hast denn du eigentlich, du Freak, ey? Boah, 20, 22 Stück. Hast du auch diese erweiterten Skins, oder? Hab ich gesehen, kannst du auch bekommen, ne?
Ja. Zum Beispiel den, wo ich jetzt habe, den kannst du auch ändern. Tobias, sagt er. Tobias. Mir fällt spontan kein Tobias ein, zumindest keinen, den ich die letzten 10 Jahre getroffen habe. Ja, ich hatte mal einen Tobias in der Klasse, aber das scheint nicht mein Stream. Ja gut, kann ja auch sein, dass er über dich so rauf aufmerksam geworden ist, aber ich glaube nicht, weil der war schon da, bevor wir beide zusammengezockt haben. Ihr Detektivarbeit, Echt? Digga. Aha. Kennst du jemand von uns persönlich oder was? Oh, hier wird schon wieder geballert, Digga. Ich wollte mir doch nur so ein paar Pilze gönnen. Oh. Was da los, Digga? Was sind die? Er hat mir mies abgezogen, der Freak. Der Partner von mir. Der kommt von hinten bei dir. Ich hab ihn. Wo bist du, Digga? Oh, damn, den habe ich Hinter nicht dir, lass gesehen, ihn. Alter. Shit. Ich hab geguckt auf die Karte, wo du bist, weißt du? Ja. Nee, der wurde Ja, die dort kam und von Digga. hinten und hat mich auch getroffen. Dortmund. Ja, aus Dortmund kenne ich von Ja früher ein gut, wie paar kommt denn der Leute. dann zu dir? Keine Ahnung. Wie Irgendein kommt denn Game. der dann zu dir Irgendein in den Game, wo ihn vielleicht Stream, interessiert hat. Vielleicht, wo ich mit meiner Freundin auch schon Fortnite gezockt habe. Ne, kennst du Rasonic? Kumpel, mit dem ich früher für lange, lange Zeit Mucke gemacht habe, der ist aus Schwerte. Nee, aus Aplabeck, Alter, ist der genau. was für Dortmund. Der hat einfach zufällig den Stream gefunden, Digga. Seitdem sucht er dich, oder wie? Ja gut, freut mich. Ja. Follow gemacht und dann sieht er doch, wenn ich am Start bin, Digga. Ich muss mal Pizza schnell bestellen, Digga. Was ist los? Lass einfach zum Schluss rausspringen. Bestellt online oder Russland? Ich tue nebenbei kurz Pizza bestellen, Digga. Ja, online oder tust du anrufen? Nee, online, Digga. Alter, verreckt doch. Aber ich hab Schleimbildung im Eis. Ja, Salami und Champignons und dann packt man noch Dings oben drauf. Schinken oder was? Schinken drauf. Scheiß Ex-Raucherlunge, Alter. Die Schwester, so schlimm. Kaum hast du auf, kriegst du Lungenkrebs, du, ey.
Ah, siehst du, der Sturm ist sogar bei uns diesmal. Jetzt können wir wieder chillen. Oh. Boah, ich hatte Anfang des Jahres hatte ich brutalste Lungenentzündung, Alter. Das war richtig, richtig übel, ey. Da habe ich auch gedacht, Alter, ich habe bestimmt Lungenkrebs und verreckt. Über einen Monat lang, Alter. So. Bezahlen, Digga, let's go. Speziale. Alles klar, Boy. Weiter geht's. Lol, wo bin ich überhaupt? Hat trotzdem schon fast 30 Leute überlebt, Alter. So kannst du eigentlich auch leveln, einfach auf AFK schalten, Alter. Bis du stirbst, bist du auch unter Top 50. Weil fürs Überleben kriegst du schon mehr EP als fürs Kill. Ja, dann kannst du eigentlich immer so AFK spielen. Haben Alter. Am Anfang so viele Leute. Da haben sie am Anfang immer so viele Leute aufgeregt. Da habe ich mir auch gedacht, das ist ja theoretisch logisch. Weil das heißt, der überlebe und nicht. Ja, natürlich, klar. Das ist ja der Sinn von dem Spiel. Wenn du einfach nur killen willst, dann musst Counter-Strike oder so spielen. Oder COD habe ich bei meinem Bruder gezockt. Ey, Spiel würde ich mir niemals holen. Da bin ich leider nicht so ein Fan. Mein Bruder zockt es auch, ich hab da eine Runde gezockt, ey. Du kannst keine zwei Schritte laufen, ohne dass du irgendjemand direkt tötet. Ja. Ja, hab ich auch schon öfters Leute gesehen, wo das im Stream gezockt haben. Da bist du echt Dauer am Ballern nur, ey. Toll. Nix. Alter, richtig miese Zeiten, Bruder. Zahlung wurde abgelehnt. Ich trinke nur noch Freeway Cola. Bin wieder zu meinen Eltern gezogen. Trauer. Oh, da müssen wir aber echt mal hingehen, Alter, bei dem auf die Tour. Aber das sind bestimmt nur Assis, Alter. Da scheint mir, der versucht seinen Partner wieder zu beleben. Na, ich komme jetzt auch mal hier die Treppe hoch, wo du gebaut hast. Mir meinen eigenen Weg kaputt gemacht, Alter, aber ich wollte eine Deckung geben. Ah, gut gemacht. Junge, der hat mich fast aus dem Leben genommen, Bruder. Scheiße, ich hab keine Materialien, fuck! Ich komm nicht darüber. Ja. Das ist deine Aussage von wegen, ja, was für Farbe. Warte, ich komm her. Abtürm. Was machst du? Ich mach hier das Boot kaputt. Ich fahr mit Boot. Komm her, ich fahr hoch. Komm schon nicht hoch. Ich fahr einfach. Ich glaub, der Detect Mode, ich dachte schon, der will doch wiederbeleben, oder? Ah, schade. Ich hab doch ein bisschen zugeschaut, ne? Doch, Alter. Wieso geht kein Boost? Mach doch, jetzt hier, Boost. Ich muss warten, ich muss die erst aufladen. Ja, ich weiß. Aber es geht nicht, du kommst nicht hoch.
Ja, ich komm hoch. So. Ich nehm dein Material wieder mit, Digga. Ich nehm dein Material wieder mit, Digga. Schenke ich dir, damit du die Treppen hochbauen kannst. Aber ich hoffe mal, dass das Album jetzt vom Kollegen gut wird. Der hat zur Zeit nur Scheiße gemacht. In letzter Zeit. Ja, ich hab dieses Video da, wo er Mero verarscht hat, habe ich so gefeiert, Alter. Mit Blumentopf auf dem Kopf, Alter. Hast du es gesehen? Ja. Zu geil, ey. Auf seine Insta-Story, ja. Genau, ja. Beziehungsweise auf YouTube ist es auch, boah. Das kannst du es auch gucken. Ja. Richtig nice. Oh, nur noch 25, Digga. So, machen wir mal Richtung Sturm dann. Ja, ich bin schon fast da, Bro. Wo bist du dann? Ich war noch am Farmen. Alter, wenn du farmen willst, spiel Harvest Moon, ey. Farmen will auf Facebook. Oder Minecraft. Richtig miese Zeiten. Was ist da noch rauskommen und nicht reden? So. Du, hier ist schon ein LKW, wenn du den kaputt machst, kriegst du es. Oioioioi. Achtung, Oma, am Berg ist einer. Zwei Stück sogar. Ich hab noch keinen gesehen. Doch, da oben. Oh, damn it! Weg hier! Fuck! Ich drück mir mal schnell Medipack rein. Ja, mach. Solange ich noch kann. Da kommt hier einer von rechts. Der schießt da mit Raketen einfach. Oh damn, ich bin down. Aber ich kann hier ins Haus kriechen, Alter. Der kriegt mich nicht. Fuck. Ha, richtig mies. Ich hatte halt echt nur scheiß Waffen, Alter. Ich muss mit der scheiß Pistole den da oben auf dem Berg treffen, Alter. Boah, noch 53 Minuten, was los, ey? Da kommt jetzt ganz schnell in der Macht mit Ego. So. Schauen wir mal, ob es besser läuft jetzt, Digga.
Ja, muss, muss. Muss. Jetzt, wo alle wieder zuschaut, dann muss man Gas geben. Ja, muss Gas geben, Digga. Sonst ist Alenko traurig, dass er nicht helfen kann. Ja. Hey, Digga, hast Blazy bestellt, Alter. Allen. Guck, ich sammle sogar Material für dich. Jetzt, ja. So, gib mal was Schlöppis. Oh, wohin gehst du? Warte. Oh, scheiße, Alter, ich war auf der Karte, Motherfucker. The fuck, man kann auf der Karte aussteigen, oder was? Ja, ja, wenn du X kriegst. Ah, wie mies, ich wollte eine Markierung setzen, Alter. Richtig miese Zeiten. Oh, schwierig. So. Ah, das finde ich zum Beispiel bei Realm Royale voll cool. Da kannst du direkt bis auf den Boden fliegen. Echt? Ja, und landest dann so mit so einem krassen Superhero-Move, weißt du? Ja, das ist cool, Alter. Kommst schnell ins Spiel, weißt und du? Aber da kannst du auch nichts bauen. Du kannst da halt Sachen schon. Du kannst Sachen craften halt. Aha. Macht auch Bock auf jeden Fall. Und du kannst halt deine Fähigkeiten und so kannst du aufleveln und so wachsen. Und kannst immer verschiedene Zaubersprüche und all so ein Zeug finden. Also ist auch ein bisschen random immer, weißt du? Mhm. Das kann man auch mal zocken. Aber da brauchst du PS Plus. Ansonsten ist auch gratis. PS Plus habe ich Anfang des Jahres Mai weggemacht. Ach so. März Mai rum. So in der. Aber jetzt gerade ist wieder Angebot. Ich habe immer gewartet ein Jahr. Ja, für 44 Euro ist gerade wieder Angebot. Ja, ich habe immer gemacht für ein Jahr und dann irgendwann habe ich es nicht mehr benutzt. Da dachte ich mir, ja, egal. Lass ich es so ablaufen dann. Weil ich habe auch die Spiele nicht runtergeladen. Titanfall 2 ist jetzt ab nächste Woche bei PS Plus drin. Das ist auch geil. Alter, wieso komme ich nicht da rein? Das ist ja auch so übelst der krasse Multiplayer-Shooter, ne? Titanfall 2. Ja. Wo du auch mit so großen Mechs rumlaufen kannst und so faxen. Das ist so eine Mischung aus Apex und warte mal, welches Spiel noch haben die noch gemacht? Die haben noch zwei andere Spiele gemacht, Apex und noch eins. Aber ich komme gerade. Ah, genau, das neue Star Wars Spiel ist auch von den gleichen Entwicklern. Ja. Ah, fuck. Ah, gut. Komm jetzt hier, komm, wir kriegen um die Wette, Digga, komm. Geil, Alter. Einfach nur geil. Geiler Skin, Digga. Ja. Ja, Star Wars habe ich noch nie angeschaut, weil wirklich das. Ja, das neue sieht ganz okay aus, aber jetzt so richtig krass ist es halt auch nicht. Also die alten Spiele sind immer noch besser. Ja, ich verstehe nicht, jahrelang ist der Star Wars so groß und so überall auf die Kindersachen und alles. Ich habe noch nie Star Wars gesehen, ich keine Ahnung. Ich finde es eher langweilig, mir vorzustellen, dass die da im Alter irgendeinen Scheiß machen und fertig. Ja, ich finde hier die Dings, die mittleren Filme, also hier Episode 1, 2 und 3, die kann man sich echt gut angucken. Die neuen Filme sind ziemlich langweilig und die alten sind halt einfach schon viel zu alt, die kannst du dir nicht mehr geben, Alter.
Da musst du eher lachen, als wie du das cool findest. Weißt du, bei mir damals in der Schule auch alle so mit Star Wars Mädchen und so und keine Ahnung. Ja, kann man sich schon mal reinziehen, Alter. Schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Wenn man es gar nicht, noch nie gesehen hat, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Boah, Alter, wie viel hat dieser scheiß Container? Du warst bestimmt der Freak, wo alles davon hatte. Quatsch, Alter. Star Wars nicht, Alter. Pokémon war ich früher voll der Freak, Alter. Pokémon, One Piece, Dragon Ball, Alter, die Sachen habe ich übelst gefeiert als Kind. Das hat sich bei mir bis heute noch nicht geändert. Ja, ich will mir die Staffel holen, wo sie nach Destrosa kommen, ne? Ah, kostet halt 50 Euro, Alter, das ist voll übertrieben, Mann. Dann bin ich eh in einer Woche durch, weißt? Was geht, Alter? 50 Euro, und als ob du die Folgen später nochmal anschaust, Alter. Oder wo kann man die noch gut angucken? Ja. Ja. Oder wo kann man die noch gut angucken, die Folge? Ich hab die immer angeschaut mit japanischen Untertiteln. Einfach, keine Ahnung, bei Google eingegeben und den erstbesten Stream immer genommen. Ja gut, da deutschen Untertitel deswegen. Will ich schon haben, Alter. Wenigstens. Ja, das habe ich ja auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Ach so, da gibt's ja einfach okay. German Sub ein und dann. Ja, da gibt's German Sub ein und dann habe ich immer die neuesten Folgen immer auf der erstbesten Seite angeschaut. Ich glaube MangaTube heißt die oder so, keine Ahnung. Okay, ja gut, aber ich würde es gerne auf dem Fernseher in gescheiter Qualität halt angucken. Ja, das, da muss ich gerade ProSiebenMax anschauen, die sind gerade bei Punk Hazard, die kommen auch jetzt gleich nach Schriftstelle. Ja, stimmt, Alter, stimmt, ich muss mal. Die haben's dann komplett auf Deutsch. Ich muss mal bei Vodafone anrufen, Alter, und mir mal Dings wieder abchecken, ob man dabei für 5 Euro mehr kann ich mir da Digitalfernsehen holen, das wollte ich mir eh noch holen. Aber solange ich jetzt das Internet noch nicht richtig gelaufen ist, weil ich habe gedacht, ja, warum soll ich da jeden Monat noch 5 Euro mehr bezahlen, wenn es eh noch nicht richtig funktioniert, der Scheiß, Alter. Ich brauch das eh, weil jetzt kommen eh bald Playoffs, Alter. Da brauche ich eh Fernsehen. Weil die Sonnen. Ja, die kommen ja auch auf ProSiebenMax, glaube ich. Genau, ja. Und da muss ich aber gucken, weil bei Unity Media konntest du halt alles aufnehmen, ne? Ja. Weil das ist halt blöd, wenn du zum Beispiel Nachtschicht hast, ja, ist halt kacke. Dann kannst du ja nicht gucken. Ich habe ja Sky Receiver. Da kannst du auch aufnehmen. Ich muss mal gucken. Ich muss dir mal fragen, ob man bei Vodafone auch aufnehmen kann. Das wäre natürlich cool. Dann kann ich One Piece und Football wieder aufnehmen, Alter. Wenn ich keine Zeit habe, das zu gucken. Also gerade One Piece, da gehen die jetzt richtig weit schon. Ja, ich glaube, die waren jetzt Anfang des Jahres. Ja, die waren Anfang des Jahres schon mal bei Destrosa und jetzt kommen sie demnächst auch wieder, habe ich auch gelesen, ja. Ja, bei den Deutschen scheint immer so, dass die ja immer dann zurücksteigen am Eimer und dann. Ja, klar. Ja gut, ist ja auch gut so für alle, die es verpasst haben. Ist ja sonst scheiße. Läuft ein einziges Mal und dann kannst du es nie wieder gucken, ist ja auch blöd. Oh, ich muss kurz Banding machen. Na komm, hau rein, Digga. Ab geht's. Einen niedergestreckt noch, gut. Jetzt muss ich schauen, dass ich es überlebe. Na komm, renn, Digga. Hast du irgendwas zum Heilen? Nee, ich will gerade mein letztes benutzen selber. Da links von uns ist einer. Ja, boah, Alter.
Ich hab nur noch ein KP, ein HP. Ich hab leider gar nichts, Alter. Okay. Wo ist der? Siehst, wenn ich mal bauen will, Alter. Fuck you. Hab ihn 105 Schaden gezogen. Ja, aber du musst weiter rennen, Alter. Du ja, viel zu weit, das schaffe ich nicht. Das ist das, was ich meine. Jetzt müssen wir von ganz hinten ganz nach vorne rennen und irgendwie sowas stirbt man jetzt und dann. Aber hier ist noch Hütte, Alter, vielleicht liegt was drin. Ja, du hast doch noch gut Leben, Digga. Ja, aber schau mal, wie weit wir laufen müssen. Ich kann gerade nicht gucken. Damn. Wir müssen runter bis zur Surface Cup laufen. Üble Geschichte, Alter. Nur weil der eine Typ uns jetzt abgelenkt hat. Ja. Das ist schlimmer als Freeway Cola trinken, Junge. Das ist schon Freeway Fanta, Alter. Oh, hier ist eine Hütte, Alter. Da drin gibt's bestimmt was. Nix. Fuck. Das war's, Digga. Bands. Nein. Schade, schade. Weiter nochmal. Dauert noch, bis mein Pizza kommt. Machen wir noch. Ja, Samstag zockt mit Dragon Ball, Alter. Schauen wir mal, wie die Runde läuft. Im Studio. Und was geht da? Was für ein? Xenoverse 2. Was für ein Dragon Ball? Echt? Ah ja, ah, ich hab schon gesagt, du hast gekauft. Mhm. War jetzt Angebot für 14 Euro, Alter. Machen wir wieder. Revenge, Revenge, ah. Alter. Ja, Mann, Digga, hast du dir doch gewünscht, Alter. Hab ich geguckt, Alter. Hab ich mal ein gescheites Dragon Ball Spiel abgecheckt. Ist der auch Dragon Ball Fan, oder was? Ja, ja, der hat sich das gewünscht, Alter, dass wir mal Dragon Ball spielen. Echt? Killer. Na ja, Dragon Ball geht ab. Ja. Kann ich. Ja, es geht schon. Ich hab genau. Schau auch gerne Dragon Ball an. Gerade Dragon Ball Super, lese ich ja gerade Manga. Mhm. Ist echt gut. Ja, und Bulma war halt auch echt die geilste, Alter, bis Nami gekommen ist. Ich schwör's dir. Ich träume heute noch von der. Von wem? Bulma oder Nami? Oder beiden? Ja, am besten beide. Aber Nami ist halt nicht zu toppen, Alter. Ich schwör's dir. Hörst du dumm aus, wo geh mal hin? Ja, wenn ich nicht wieder aus Versehen rausspringe, geh mal hier, Dings, Alter. Frenzy Farm, Alter, let's go. Frenzy Farm, okay. Raus jetzt! Ja, schauen wir mal, wenn es eine längere Runde wird, dann ist ja wahrscheinlich eh deine Pizza da, aber dann mache ich wahrscheinlich schon aus. Muss noch los. Kein Ding, Bro. Wohin geht's? Ich denke, du hast Urlaub. Nee, ein bisschen einkaufen noch. Ach so. Müssen wir zum Penny laufen. Brauchen wir Brot. Ja, wohnst du jetzt wieder Sersheim, oder was?
Nein, Horheim, Mann. Ach so. Ah, stimmt, der hat auch einen Penny an der Ortsausfahrt, gell? Hab ich auch öfters gesehen. Genau, Richtung Ensingen. Nicht, vor 2 Wochen war nämlich bei mir ein Teil von der Strecke gesperrt und da musste ich nämlich auch immer da über Ochsenbach und so fahren, weißt? Und dann Hohenhaslach-Horheim. Ja, da haben die da Bäume. Dann musste ich auch, abgesägt. Ich musste auch von Hohenheim nach Hohenhaslach, Alter, wo ich Spielberg gearbeitet habe die Woche. So, ekelhaft die Strecke. Ja, im Winter ist hier richtig geil, weil da wird nichts geräumt, nichts gestreut, gar nichts, Alter. Oh, lila Sniper ist da! Wie geil ist denn das, ey? Läuft bei dir. Das Geilste war eh, ich sollte ja Dienstag dort anfangen. Komm ich an, 6.20 Uhr oder so. Ja. Dann Schichtleiter schaut von dort so. Ja, das wird aber jetzt nicht zur Gewohnheit, oder? Ich so, ja, ja, mal schauen. Ja, ja, fick dich, Alter. Junge, ich komm da als Vertretung, Alter. Aha, und die fucken sich gleich ab, ich weiß, Alter. Ich war doch auch dort lang genug, Alter. Ich hab das so gehasst, Mann. Dann haben die mir gesagt, ich soll 5:30 schon da sein, aber bezahlen tun sie erst ab 6, weißt du? Ich hab gesagt, ihr könnt mir am Arsch lecken, Alter. Was soll der Scheiß? Tschüss, du. Naja. Warum soll ich halbe Stunde vor mir auch, wenn die sich immer beschweren, ja, warum kommst du so spät und so? Ich sag, ja, ich bin noch pünktlich da. Warte, chill mal kurz. Ja, musst du eine halbe Stunde vorher da sein. Ja. Okay. Ich bin da rechts neben der Fahrschule, dann komm. Ich komm raus. Ja, ich dann ein bisschen nach links, da ist meine Tür gleich neben der Mülltonne. Jo. Ah, Pizza ist da, Junge! Pizza! Ja, gell? Manchmal spinnt die App, weil ich manchmal zeigt er dir an, oh, in 20 Minuten ist da und dann dauert es trotzdem eine Dreiviertelstunde. Und manchmal zeigt er an, noch eine Dreiviertelstunde und die steht eigentlich schon vor der, Haustür. Noch nicht so ausgereift, Alter. Ah ja, wir haben ja zum Glück hier gute Auge erwischt, Alter. Siehst du jemand?
Ja, bei mir war es. Ah, hast gerade gekillt, Alter. Ja. Oh, da schießt einer. Ja, schieß doch, Alter! Oh, wie oft muss ich denn drücken, bis der schießt? The fuck? Hab den. Junge, Alter, ich hab den voll, der war bestimmt fast 3 Sekunden lang in meinem Sniper-Visier, Alter, und ich hab gedrückt und er hat einfach nicht abgezogen, Alter. So ein Hund. Ja, Sturmgewehr. So. Nee. Achtung, rechts von uns. Am Haus. So, ich hab mich hier einfach im Stroh versteckt, Alter. Tschüss. Wie merkt man das eigentlich, dass sich da irgendwo einer versteckt hat? Ich glaube gar nicht. Entweder siehst du es oder er springt raus. Okay. Oh, wir müssen laufen, Bro. Du siehst, dass er reinspringt, oder? Oder hast du halt Pech gehabt? Ich glaub schon. Komm. Ich komm schon. Genau. Na komm schon. Na hui, was soll das? Auf wen schießt du, Alter? Ich seh da gar keinen. Du wolltest nur die Munition leer machen. Der Typ abgeknallt hat, der stellt Haus rein. Der Typ uns abgeknallt hat, der stellt Haus rein. Ich dachte, der wäre da noch. Ach so. Das war nur so provisorisch mal reingeschossen. Prediction Shot. Genau. So wie du vorhin provisorisch in den Busch geschossen hast. Genau. Und Heador gemacht hab. Oh, da hinten ein Airdrop, Alter. Lass direkt hinrennen. Ja, wo ist denn der Typ hin? Das kann doch nicht sein. Keine Ahnung, vielleicht ist auch down, Alter. Runtergefallen oder so. Schießt so frech auf uns und haut dann ab, oder wie? Kann schon sein. Komm, drück's dir rein, Digga. Nice. So, weiter geht's. Lila Sturmgewehr am Start, Digga. Achso, jetzt lila Sniper und Sturmgewehr, ne? Jo, beide lila, aber als Sniper habe ich nur 6 Schuss. Ich hätte auch noch 18 Schuss, wenn du brauchst. Nee, nee, ich schieß eh nicht viel mit der Sniper, Alter. 6 Schuss reichen mir. Behalt du mal lieber, du bist ja besser mit unterwegs. Ja, ich brauch den grad nicht, ich hab eh grad keine Sniper. Dann kann ich auch dir die Sniper geben, wenn du willst. Ach, behalt sie, du hast ja auch grad ein paar gute Shots gemacht. Aber nur Kampfschatz. Üble Geschichte hier. Weiter, der Sturm kommt schon. Jo, nur Muni hier, Muni auf jeden Fall mitnehmen. Wo geht's denn hier raus? Da geht's raus. Tschüss. Lauf, Digga, lauf! Kaffee leer. Mal gleich schön Bierchen trinken, Motherfucker. In der Fahrt der Arbeit, oder wie? Weißt du noch? Wenn das der Chef zu hören kriegt, dann. Aber. Als ob der nicht selber da immer am Saufen ist, Alter. Das würde dann so einiges erklären.
Wie sollst du sonst dort aushalten in dem Saftladen, Alter? Links von uns da fighten. Ja, ich weiß, ich weiß. Ah, ich drücke mal falsche Taste, ich Idiot. Alter, ich bin so dumm zum Bauen, Alter, echt. Ich bin einfach zu dumm dafür. Der baut immer alles Mögliche, aber nicht das, was ich will, Alter. Einfach zu dumm. Ah, Benny. Ich schau mal, ob ich die Fleck da abfangen kann. Dann kann ich mir vielleicht ein paar Kills abstauben. Ich lauf da ins Haus rein und tu mich heilen. Ah, nee, zu spät. Oh, Alter, wie weit müssen wir denn, ey? Fick der Hölle, ey. Oh Gott. Oh fuck. So eine Made, ey. Oh damn. Wieder Nummer 8. Alter, heute ist 8. Tag. Also, schaut an Genetik, Alter. Heute ist bei uns 8. Tag gewesen. Nee. Einfach so für mich. Egal. Eben. Wünsche ich dir doch einen guten Appetit. Danke, Digga. Komm, wir schauen mal, was wir an Loot gekriegt haben. Fett gelevelt heute. Ich glaube 6 oder 7 Levels gemacht. Oh, da war einiges. Bei Ladebildschirme 100 V-Bucks, ein Skin. Da fuck, wow, jetzt kommt Belohnung, nice. Ja, yeah, ich habe diesen coolen Tanz, diesen coolen Eiertanz bekommen, Alter, nice. Ladebildschirm, der sieht cool aus. Banner. Ja, Mann, den wollte ich haben, sehr cool. Und Bugs, Alter. Schon 550 Bugs, Alter, dann brauche ich ja nächsten Monat gar keinen kaufen, Alter. Wenn ich noch ein bisschen weiter zock. Nee, wenn du hier ein bisschen weiter zockst, wie gesagt, du holst einmal und dann 650, 750, ich hab mir 850. Ja, wenn ich bis Level 59 zock, Alter, dann habe ich für nächsten Monat auch schon Battle Pass gegönnt, Alter. Wie gesagt, ich habe mir Season 4, glaube ich, habe ich mir einmal geholt und seitdem habe ich immer genügend V-Bucks. Naja, ich meine, da im Itemshop das Zeug kannst du eh vergessen, Alter, voller Kack. Naja, sowieso viel zu teuer, Alter. Warum sollst du da ein Item kaufen, wenn dafür einen ganzen Battle Pass? Also ich hab 42 Pins, hab ich. Ja, du Freak, Alter. Also wie lange spielst du das Game, Alter? Soll ich dir sagen, wie viele Games ich gemacht hab? Warte, Karriere, Profil. Gespielte Matches 3228. Ich 28. Wenn du 20 Kills. Karriere. und das ist nur Solo. Ja. Dann habe ich dann noch 983. Und Team habe ich auch nochmal 529. Boah, krass, ich habe du noch nie einen epischen gemacht, Alter. Fuck. Immer nur Top 5. Wird bei Zeit, wir holen auch noch. Alles klar, Digga. Dann cool, dass du wieder dabei warst, Alter. Hat Bock gemacht. Macht auf jeden Fall immer mehr Bock, als es alleine zu zocken. Ich finde, alleine ist echt lahm, das Game. So ein, zwei Runden ist cool. Ja, zwei, drei Runden geht, aber irgendwann mal schauen. Aber jetzt, so wie wir jetzt 2 Stunden, Alter, das ist alleine echt tot langweilig.
Ja, das krieg ich alleine auch nicht wirklich hin. Ja, vor allem wenn du ein, zwei Mal hintereinander verlierst, dann hast du auch echt gar keinen Bock mehr. Alles klar, Digga, dann bis zum nächsten Mal. Haus rein. Also bis zum nächsten Mal. Oder schaffen wir dann noch? Hey! Ciao, ciao! Ciao!